Haben Sie je in der Infanterie gedient, Junge? Nein, Sir. Standen Sie je auf einem vorgezogenen Posten? Nein, Sir. Haben Sie je Ihr Leben einem anderen Mann anvertraut oder von ihm verlangt, dass er seins Ihnen anvertraut? Nein, Sir. Wir befolgen Befehle, Junge. Wir befolgen Befehle oder Menschen sterben. So einfach ist das. Ist Ihnen das klar? Ja, Sir. Ist Ihnen das klar? Glasklar. Colonel, ich habe nur noch eine Frage, bevor ich dann Airman O'Malley und Airman Rodriguez aufrufe. Falls Sie diesen Befehl gegeben haben, dass Santiago nicht angerührt werden soll und Ihre Befehle stets befolgt werden, warum sollte dann Santiago in Gefahr sein? Wieso sollte es dann nötig sein, ihn vom Stützpunkt zu verlegen? Santiago war ein unterdurchschnittlicher Marine. Er wurde verlegt. Das haben Sie vorhin nicht gesagt. Sie sagten doch, er sollte verlegt werden, weil er in ernster Gefahr ist. Das ist korrekt. Sie sagten, er war in Gefahr. Ich sagte in ernster Gefahr und Sie sagten, ich weiß, was ich gesagt habe. Ich kann den Stenografen bitten, das vorzulesen. Ich weiß das ganz genau. Ich muss es mir nicht noch mal vorlesen lassen, als ob ich ein Kind. Warum diese zwei Befehle? Colonel? Hin und wieder nehmen die Männer die Dinge allein in die Hand. Nein, Sir. Sie haben festgestellt, dass Ihre Männer die Dinge nie selbst in die Hand nehmen. Sie befolgen Befehle oder Menschen sterben. Also hätte Santiago gar nicht in Gefahr sein dürfen, nicht wahr, Colonel? Rotziger kleiner Bastard. Euer Ehren, ich bitte um eine Vertagung. Ich hätte gern eine Antwort, Euer Ehren. Das Gericht wartet auf eine Antwort. Falls Lieutenant Kendrick den Befehl gegeben hat, dass Santiago nicht angerührt werden soll, warum sollte er dann noch verlegt werden? Colonel? Lieutenant Kendrick befahl den Code Red. So ist das, weil es das ist, was Sie Lieutenant Kendrick gesagt haben. Einspruch! Und als die Sache daneben ging, ließen Sie diese Jungs hier fallen. Sie ließen Markins in den falschen Befehl unterschreiben. Sie veränderten die Logbücher. Sie zwangen den Arzt zur Falschaussage. Und jetzt frage ich Sie, haben Sie den Code Red befohlen? Sie müssen darauf nicht antworten. Ich antworte auf die Frage. Sie wollen antworten? Ich glaube, ich habe ein Recht darauf. Sie wollen antworten? Ich will die Wahrheit. Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Junge, wir leben in einer Welt voller Mauern und diese Mauern müssen von Männern mit Gewehren beschützt werden. Und wer soll das tun? Sie? Sie, Lieutenant Weinberg? Ich trage eine größere Verantwortung, als es für Sie überhaupt vorstellbar ist. Sie weinen um Santiago und Sie verfluchen die Marines. Sie genießen den Luxus. Sie genießen den Luxus, nicht zu wissen, was ich weiß. Dass Santiagos Tod zwar tragisch ist, aber wahrscheinlich Leben gerettet hat. Und dass meine Existenz, obwohl sie Ihnen grotesk vorkommt und unverständlich ist, Leben rettet. Sie wollen das nicht wahrhaben, denn tief in Ihrem Inneren, aber das sagen Sie nicht auf Partys, wollen Sie, dass ich an dieser Mauer stehe. Sie brauchen mich an dieser Mauer. Wir stehen zu Worten wie Ehre, Kodex, Loyalität. Für uns sind diese Worte die Plattform eines Lebens, das wir leben, um etwas zu verteidigen. Für Sie sind das nur Sprüche. Ich habe weder die Zeit noch das Bedürfnis, mich hier zu verantworten. Vor einem Mann, der unter die Decke jener Freiheit schlüpft, die ich den Menschen täglich gebe. Und der dann die Art anzweifelt, wie ich das mache. Ich würde es vorziehen, wenn Sie nur Danke sagen und dann weitergehen würden. Andernfalls schlage ich vor, dass Sie eine Waffe in die Hand nehmen und die Wache übernehmen. Auf jeden Fall ist es mir vollkommen egal, was Sie denken, wozu Sie ein Recht hätten. Haben Sie den Code Red befolgt? Ich habe meine Pflicht getan. Haben Sie den Code Red befolgt? Sie haben verdammt recht, so ist es!